Hi, schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, wenn es heißt Geld verdienen im Internet. Das Thema heute ist aufgrund einiger Anfragen die Kryptowährung. Und zwar habe ich ja das gestern in meinem Video bereits erwähnt, was ich zu Skyway gemacht habe. Viele Leute sind verunsichert, weil gestern alles rot war hier, weil da wirklich alles komplett ins Bodenlose gestürzt ist. Und ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt meine Coins verkaufen und so? Und im Prinzip habt ihr die Antwort schon hier, weil ihr seht, es ist schon so vieles ist wieder grün. Definitiv nicht verkaufen, sondern einfach mal abwarten. Ja, also es ist einfach so, dass es nicht, das ist wie im normalen Leben auch. Es gibt immer wieder Tage, wo einfach alles runtergeht. Das kann man nicht verhindern. Es wird auch von außen hier versucht, den Bitcoin zu manipulieren. Es wird versucht, den Bitcoin zu kontrollieren, zu regulieren, wie auch immer. Dann sind solche Angriffe natürlich, beziehungsweise solche Entstehungen, wie das, was wir gesehen haben, diesen Preisfall vom Bitcoin auf 4.800 auf 3.600. Gestern war, glaube ich, noch tiefer, war, glaube ich, auf 3.300 irgendwo mal. Also ist wirklich krass, aber auch hier zeigt sich wieder, wer die Geduld hat, der bekommt auch die Früchte. Ja. Also der Tiefpunkt von dieser Kryptowährung ist im Prinzip der ideale Zeitpunkt, um nachzukaufen. Also ideal, um sich weiter mit Bitcoins zu versorgen. Ja, also langfristig gesehen kennen Bitcoin und Co. nur den Weg nach oben, weil es einfach, ja, wir stehen immer noch verhältnismäßig am Anfang von dieser Kryptowährung. Es wird erst quasi die Welle muss erstmal die ganze Welt erreichen. Viele Menschen haben noch keine Ahnung, was Bitcoin und Kryptowährung ist. Und das muss jetzt erstmal marktgängig gemacht werden. Die Leute müssen verstehen, welches Potenzial das Bitcoin hat, welches Potenzial das allgemein die Kryptowährung haben. Und deswegen, ja, ist es halt so, dass es einfach auch hier Tiefschläge gibt, die mal ein paar Tage andauern können. Das haben wir jetzt auch gesehen in den letzten Tagen. Nichtsdestotrotz aber auf keinen Fall verkaufen. Es macht absolut keinen Sinn und würde euch nur Verluste einbringen. Also einfach hier ein bisschen Geduld haben, einfach das Ding auf dem Wallet lassen, die Kryptos auf dem Wallet lassen und dann passt das auch. Für alle Leute, die auf mich gehört haben und sich ein paar Puras zugelegt haben, Pura wird ein Update rausgeben und deswegen, also wenn du bereits auf coinexchange.io deine Puras gekauft hast und sie bereits auf dein Wallet transferiert hast, dann ist es wichtig, dass du jetzt bis zum 19. September handelst und diese wieder zurückschickst auf deinen Coin Exchange Account, damit diese quasi umgewandelt werden oder sprich quasi dieses Update, was der Pura jetzt bringt, dass das upgegradet wird. Nach dem 23. September werden neue Wallets kommen. Das heißt, du kannst dann für deine Pura kannst du ein neues Wallet runterladen und gut ist. Wichtig ist einfach, dass du mit deinen jetzigen Puras, dass du die wieder zurückschickst auf dein Konto von Coin Exchange, damit diese quasi geupdatet werden können. Okay? Gut, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Wenn du irgendwelche Anregungen, irgendwelche Fragen hast, dann schreib sie mir bitte einfach unten in die Kommentare rein. Ich sehe zu, dass ich sie so schnell wie möglich beantworten kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Geldverdienen und natürlich auch ganz viel Spaß mit den Kryptowährungen. Also, bis zum nächsten Video. Mach's gut, hau rein, den maximalen Erfolg. Bis bald. Tschüss.